Hallo Huawei, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist der 27.04.2022. Die Sonne ist im Widder, zusammen mit dem Merkur und dem Uranus. Der Mond ist zu 12% in den Fischen, zusammen mit der Venus, dem Neptun und dem Jupiter. Ich habe heute die Karte gezogen, Kommandant Ashtar. Kommandant Ashtar befehligt die intergalaktische Flotte aus Raumschiffen, die in diesem Universum patrouillieren und es beschützen. Sein Mutterschiff kommt durch Machu Picchu, das interdimensionale Zwei-Wege-Portal, das ihm untersteht, auf die Erde. Kommandant Ashtar nimmt durch diese Karte mit dir Kontakt auf und lädt dich ein, die Planeten, Sterne und Galaxien mit kosmischen Augen zu betrachten. Atme die subtile Energie und Weisheit der Sterne, damit dein Chakrasystem energetisiert wird und dein Bewusstsein entflammt wird. Du bist gesegnet, denn dies ist eine Karte der erweiterten Erleuchtung und ein Aufruf, dem ganzen Universum zu dienen. Ich verbinde mich mit Kommandant Ashtar, um dem Universum zu dienen. Dankeschön. Die heutigen Schlüsselwörter sind Aufstand, Kommunikation, Chakrasystem, Atmung, Bewusstsein, Erleuchtung, Segnung, Liebe, Fantasie, Wachstum und Dienen. Die heutigen Elemente vom Widder das Feuer, vom Uranus die Luft, vom Merkur die Erde und die Luft, von den Fischen das Wasser, von der Venus die Erde und die Luft, vom Neptun das Wasser, vom Jupiter das Feuer. Die Farben für diesen Zyklus: vom Widder Rot, vom Uranus Türkis, vom Merkur Gelb und Orange, von den Fischen Violett, von der Venus Braun und Rosa, vom Neptun Violett, vom Jupiter Blau. Wichtig ist es zu atmen, die Energie in sich aufzunehmen, zu verstehen. Ein bewusstes Atmen, eine Meditation, eine Atemübung ist eine Kommunikation. Durch diese Kommunikation verbindet sich der Atem durch das Zwei-Wege-Portal mit dem Chakrasystem. Das Chakrasystem sendet durch seine Drüsen sämtliche Informationen an alle Punkte, die wir zum Denken benötigen für unseren Geist, um zu verstehen. Und wenn wir das alles getan haben, wenn wir geatmet haben, wenn wir durch all unsere Drüsen, alle unsere Chakras gegangen sind, wenn wir innehalten und einfach mal an nichts denken, dann werden Informationen kommen. Und diese Informationen dürfen wir verstehen. Und durch das Verstehen entwickelt sich ein Bewusstsein. Und durch das Bewusstsein wird eines Tages eine Erleuchtung stattfinden. Die Erleuchtung zu dienen, sich selbst zu dienen, aber auch allem ringsherum zu dienen, dem Menschen zu dienen, das Tier zu dienen, dem
der Natur zu dienen, dem Kosmos zu dienen. Und wenn wir das tun, dann dient uns auch das Gegenüberliegende. Das heißt, es ist ein Austausch, es findet eine Kommunikation statt und durch die Kommunikation mit allem findet ein Austausch an einer Kommunikation statt. Wie habe ich mich zu verhalten, dass ich das alles weiterhin genießen kann und wie entsteht ein Wachstum? Das heißt, durch die Kommunikation mit allem entsteht natürlich ein Wachstum. Man lernt Sachen zu tun, die man vorher nicht getan hat. Und diese Sachen sind förderlich für alles ringsherum. Das findet man dann halt raus, wenn man öfter damit kommuniziert, wenn man öfter damit spricht, wenn man halt sich damit verbindet. Dies Ganze löst Liebe aus. Liebe, Fantasie. Man braucht Fantasie, um sich Sachen ein wenig vorzustellen und dem Mut vor allem, diese Fantasie zu manifestieren, sie umzusetzen. Die Kommunikation zum Beispiel mit einem Stein stattfinden zu lassen, erfordert viel Fantasie, Vorstellungskraft. Doch was daraus wächst, ist die Liebe. Vorher liebte man nur seine Mutter oder seine Freundin oder vielleicht seine Freunde. Und auf einmal kann man einen Stein lieben, weil dieser Stein mit Liebe antwortet. Das Zwei-Wege-Portal ist nicht leicht und nicht schwierig zu erklären. Es gibt, um Kraft zu erzeugen, den Minus- und den Pluspol. Es gibt Gut und Böse, es gibt die Dualitäten und die Polaritäten. Es gibt immer zwei Wege, um ans Ziel zu kommen. Und um diese zwei Wege handelt es sich. Quasi, wenn wir einatmen, werden wir irgendwann zu einem Bewusstsein erlangen, eine Kraft spüren, eine Energie spüren. Und diese Energie strömt aus zwei Wegen in uns hinein. Einmal aus der dunklen Materie und einmal aus der hellen Materie. Also einmal aus der guten Energie und einmal aus der bösen Energie. Und sie erzeugt halt diese Kraft des Lebens. Und wir dürfen uns entscheiden. Durch dieses Zwei-Wege-Portal werden wir beide Energien in uns aufnehmen dürfen, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und in diesem Moment dürfen wir nicht werten. Wir dürfen die Dunkelheit und das Böse nicht mit der Helligkeit und dem Guten aufwiegen. Was ist besser, was ist schlechter, was... Denn es ist einfach nur eine Energie, es sind nicht die manifestierten Taten, die hier auf der Erde geschehen sind oder die uns geschehen sind oder unserer Familie geschehen sind oder in den Medien geschehen oder sonst wo, sondern das sind einfach Energien, die gelebt werden wollen zu gleichen Anteilen, zu 50% zu 50%. Und wenn wir halt in dieser Situation sagen, wir brauchen eins mehr als das andere, dann spricht aus uns das Ego. Und das Ego ist das, was aufgelöst werden sollte in dieser Erleuchtungsphase. Denn im Endeffekt sind wir eins, ist das Gute und das Böse eins, um die Kraft des Lebens zu erzeugen. Wiederkehren werden wir mit Weisheit, werden wir mit Wissen ausgestattet, um diese beiden Energien hier auf der Erde oder sonst wo zu manifestieren, umzusetzen, zu transformieren, um zu erkennen, welche Energien gerade zu viel oder zu wenig herrschen, um dann jeweils hier auf der Erde mit gewissen Techniken und Möglichkeiten genau dem zu helfen, der gerade in der Minderheit ist. Um es auszugleichen, nicht um das eine oder das andere zu zerstören, sondern einfach nur um die Waage zu halten, um die Balance zu halten, um
die Energiepunkte nicht zu weit auseinanderdriften zu lassen, sondern eine nachhaltige, unendliche Energie zu erzeugen, die eventuell dafür sorgt, dass die Erde und sämtliches Leben, was darauf enthalten ist, am Bestehen zu helfen und am nachhaltigen Bestehen, vielleicht am unendlichen Bestehen zu helfen. Wachstum natürlich ist eine schöne Geschichte, die auch dabei herauskommen wird. Also es darf nichts stagnieren. Es soll immer eine dunkle und eine helle Energie geben. Und dennoch ist ein Aufstand notwendig, eine Kommunikation ist ein Aufstand. Das heißt, wenn eine Sache zu viel ist oder zu wenig ist, dann ist auf einer bestimmten Basis ein Aufstand notwendig, um halt wieder zurückzukehren, um neue Energien zuzulassen und dann wiederum in die Balance zu kommen. Ja, diesen Aufstand dann zu beenden durch ein Vergeben, durch eine Kommunikation wiederum, die es veranlasst, wieder zusammenzuwachsen, wieder zu verschmelzen, wieder Liebe herbeizuführen und ja, darum geht's. Es geht um Energie, es geht um Kraft, es geht um Liebe, es geht um Wachstum, es geht um Kommunikation, es geht um das Chakra, es geht um die Atmung, es geht um das Bewusstsein, es geht um die Erleuchtung, es geht ums Dienen. Denn dort, wo wir jetzt hier gerade sind, dort, wo wir hier gerade leben, werden wir auch beeinflusst von außen, vom Universum, vom Planeten, von Sternen, von selbst von unserer eigenen Atmosphäre. Und das ist das Wichtige, dass wir das erkennen, dass wir ein kleiner Teil sind, ja, wir sind, ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und wir alle sind Menschen, aber wir alle sind auch Leben und sich dessen bewusst zu sein, dass das Leben weit mehr ist als ich jetzt hier, sondern alles Leben, was lebendig ist, was man als lebendig empfindet, was man als lebendig erkennt. Tiere, Pflanzen, Steine, sogar Planeten, das Wasser zum Beispiel. Ich finde diesen Spruch so schön. Erleuchtung ist, wenn die Welle realisiert, dass sie der Ozean ist. Genau darum geht's. Ich bin eine Welle. Und das Ozean, und der Ozean ist so riesig, fast unendlich. Und genau das bin ich. Und genau das bist du. Durch Kommunikation. Dankeschön. Zwei und zwanzig.